Hey Leute, Crymax hier, was geht euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Wir sind heute mal wieder hier bei unserem wunderschönen Zuhause, Leute. Und heute machen wir mal wieder was mit unserem kleinen Bruder, Freunde. Denn unser kleiner Bruder Paul Berger hat sogar schon eine Wunschliste gemacht und wollte, dass wir den Weihnachtsmann besuchen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir werden heute mit unserem kleinen Bruder Paul Berger den Weihnachtsmann besuchen gehen. Was geht ab, Paul Berger? Ich suche gerade meine Wunschliste. Wie? Ach, hier ist sie. Hä, wie viele Wunschlisten hast du denn? Ja, ich habe ein paar geschrieben, dann habe ich sie überarbeitet und habe ich wieder neu geschrieben. Um Gottes Willen, okay, da stehen aber ganz schön viele Wünsche drauf. Was steht denn da alles? Bugatti? Ja. Hä, ein Bugatti für 3 Millionen? Hä? Paul Berger, das geht nicht. Warte mal, was steht denn da noch? Ein eigener Streichelzoo, ein Elefant? Ja. Hä? Paul Berger dreht ja völlig durch, ey. Du hast doch Lamborghini vergessen hier. Aber einer, der fliegen kann. Alter, ein fliegender Lamborghini, der dreht ja richtig durch. Was, Leute? Außerdem steht da noch der neue iCrymax Adventskalender. Alter, Leute, schaut euch den mal an, der neue iCrymax Adventskalender. Ihr könnt eure eigene iCrymax Customs Tuning Werkstatt bauen. Außerdem gibt es bei jeder Bestellung noch eine handsignierte Autogrammkarte und dann noch 3 extra Videos dazu. Kein Wunder, dass Paul Berger sich das auch wünscht. Link in der Videobeschreibung. Ja, gut, weißt du was, Paul Berger? Weil wir schon so lange nichts mehr gemacht haben, wir werden den Weihnachtsmann besuchen gehen, okay? Ja! Aber du hast... Ich will die Liste persönlich geben. Du hast schon irgendwie so ein paar krasse Wünsche mit dem Bugatti und fliegenden Lambo und so. Also weiß ich nicht, ob der dir den jeden Wunsch so erfüllen kann. Ja, ich habe auch ein paar kleinere. Ja, okay, den iCrymax Adventskalender, der ist auf jeden Fall möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Aber, oha, oha. Ey, Leute, es liegt ja Schnee hier. Deswegen ist das hier so schnell, so schlimm zu fahren hier. Oh mein Gott, wow. Alter, Vorsicht, Digga. Wow. Oh mein, ey, das ist total schwer. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein Auto, der auch was auch für den Winter geeignet ist. Hier mit dem Lambo rutscht man ja nur rum. Wow. Oh mein Gott. Na gut, Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall mal in die Stadt fahren zum Weihnachtsmann. Let's go. So, Paul Berger, hier kannst du jetzt Weihnachtsmann treffen, ja? Der soll hier, oh Gott, der soll hier stehen und die Wünsche der Kinder sich anhören, ja? Alter, ist es wirklich da? Ja, aber Paul Berger, hör mal kurz hin. Guck mal, oh mein Gott, Leute, da vorne steht wirklich der Weihnachtsmann. Aber, der läuft weg. Alter, der läuft weg. Aber Paul Berger, sei nicht traurig, wenn er dir keinen fliegenden Lambo schenkt. Hallo? Hallo? Weihnachtsmann, hallo? Ja, ich habe keine Zeit gerade, ja? Ich muss jetzt zu den nächsten Kindern laufen. Oh, Wunschlisten. Ich habe auch eine Wunschliste. Weihnachtsmann, ich weiß, du hast viel zu tun, aber guck mal, mein kleiner Bruder Paul Berger, der wollte dich unbedingt mal treffen. Ich muss weiter. Kannst du dem nicht vielleicht zuhören? Max, sag ihm, dass er meine Liste nehmen soll, bitte. Ja. Weil er hat eine andere in der Hand. Austauschen. Weihnachtsmann, hier, guck mal, willst du nicht mal... Geschenke. Willst du nicht mal kurz in die Liste von meinem kleinen Bruder Paul Berger reinschauen? Der fliegende Lamborghini. Oh, Leute, der kommt rein, sehr gut. Bugatti, Schmutz. Hä? Er hat sie fallen gelassen! Paul Berger, nein, Paul Berger, nicht traurig sein, aber ich hab ja gesagt... Er hat sie im Boot geworfen! Paul Berger, ich hab dir ja gesagt, dass es schwer, dass man keinen fliegenden Lambo geschenkt bekommt zu Weihnachten. Er hat sie im Boot geworfen, Mann! Ja, warte mal, komm, wir gehen nochmal kurz mit dem reden. Ey, Leute, irgendwie, der ist schon ein bisschen hart zu den Kindern hier, der Weihnachtsmann. Ey, Weihnachtsmann, warte mal, Paul Berger, warte mal ganz kurz hier, ich red mal mit dem alleine. Ey, Weihnachtsmann, jetzt bleib mal stehen hier, ey! Hallo! Ja, was ist denn los? So. Was ist denn los? Ja. Guck mal, jetzt bleib mal stehen. Ich weiß, dass du mein kleiner Bruder sich ein paar verrückte Sachen wünscht. Aber guck mal, das ist doch ein kleiner Junge, ey. Sei doch mal ein bisschen netter zu dem jetzt hier. Ja, jedes Kind wird gleich behandelt, hörst du? Jedes Kind wird gleich behandelt. Ja, wenn du so zu allen Kindern bist, dann tut's mir leid, ey. Die anderen Kinder wünschen sich nicht ein fliegendes Auto. Ja, sei doch jetzt auch mal ein bisschen nett. Komm mal, ey, du kannst ja sagen so, ey, streng dich in der Schule an, dann kriegst du das oder sowas. Sag das doch mal zu dir. Ja, aber Paul Berger ist auf der schwarzen Liste. Paul Berger ist... Hä? Leute, es gibt die schwarze Liste wirklich? Er gehört zu den unerzogenen Kindern. Oha, Alter. Meinst du echt? Ich meine, gut, der muss zwar oft nachsitzen und so, aber an sich so ein netter Junge. Ey, nee, tut mir leid. Warte mal, ich hol Paul Berger jetzt her und dann sag einfach nur ein paar nette Worte. Paul Berger, komm mal her. Komm rüber, ja, ich Junge. Komme. So, sehr gut. Ey, der läuft schon wieder weg. Der läuft schon wieder weg. Ey, Ich hab keine Zeit jetzt, ja? Aus dem Weg. Hä? Ey, komm schon. Ey, Leute, der Weihnachtsmann ist irgendwie total. Keine Zeit der für ist total seine böse Listen irgendwie. Oh, Mann, ey. Bitte, Paul, bitte, Weihnachtsmann, können Sie bitte einen Wunsch erfüllen? Aber bitte, Weihnachtsmann! Paul Berger, du stehst auf der schwarzen Liste. Die unerzogenen Kinder bekommen dieses Jahr nichts. Oh mein Gott. Aber,
Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, aber, ey, sag das doch nicht so. Sag das doch nicht so zu Paul Berger. Gehen Sie bitte aus dem Weg, ich muss die Geschenke verteilen. Oha, Leute, der hat voll den krassen McLaren. Ich wusste gar nicht, dass beim Weihnachtsmann Max, so läuft. Was ist mit dem was los, macht der Alter? Denn? Der ist einfach hier gegen die Wand gefahren. Was macht der denn für Müll? Ich glaube, der ist so blöd, um auszuparken. Ja, glaube ich auch. Und jetzt fährt er irgendwie los. Keine Ahnung, was ihm seine Mission ist. Ich weiß auch nicht, was er macht, aber der hat gesagt, bin aus der Schwarzen, lass die ganze Mieter bitte wegmachen. Ey, Paul Berger, ich weiß nicht, ich kann da auch nichts machen mit der schwarzen Liste vom Weihnachtsmann. Ey, nein. Nein, Leute, hört euch das mal an. Paul Berger heult total und rennt weg. Ey, ganz ehrlich, ich kann das eigentlich nicht so auf mir sitzen lassen. Ich glaube, ich werde mich mal an den Weihnachtsmann dranhängen, Leute. Wisst ihr was? Ich werd ihn jetzt mal verfolgen. Ey, Paul Berger, geh mal hier in der Nähe zum Spielplatz oder sowas. Ich komm dich später abholen. Oh, ey, Leute, der arme Paul Berger ist total traurig. Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt mal undercover den Weihnachtsmann verfolgen, Leute. Wir warten jetzt mal kurz. Ich nehme mal an, dass der jetzt hier gleich wegfährt. Oh, warte, da ist er schon auf der Straße. Ich werde ihn jetzt mal verfolgen und gucken, wo der wohnt. Ganz ehrlich, Leute, ich werde ihm jetzt eine Lektion erteilen. Der war so böse zu unserem kleinen Bruder Paul Berger. Das hat er auf jeden Fall nicht verdient. Ich meine, Paul Berger macht zwar manchmal ein paar Faxen, aber sowas hat er nicht verdient, Leute. Leute, der sagt die ganze Zeit, aber an Straßenregeln hält er sich ja auch nicht. Der fährt ja hier wie bekloppt, ey. Ich glaube, der hat zu viel Rentiermilch getrunken. Der dreht ja hier völlig durch. Oh, okay. Leute, wisst ihr was? Ich werde ihn jetzt mal verfolgen. Mal gucken. Oh Gott, der darf uns nicht sehen. Mal gucken, wo der hinfährt, Leute. Aber ich glaube ehrlich, ich glaube, der ist ja ziemlich krasse Autos hat, weil allein jetzt fährt der ja einen McLaren, Leute. Mal gucken, wo der so wohnt. Und dann können wir dem vielleicht eine kleine Lektion erteilen. Ihr wisst ja, wie das hier so läuft. In guter alter Paul Berger Manier machen wir das jetzt mal. Let's go, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich verfolge ihn jetzt hier schon richtig lange. Wir sind voll weit außerhalb von der Stadt, Freunde. Okay, warte mal, der fährt hier rechts. Seht ihr das da vorne? Der fährt hier rechts rein. Vielleicht wohnt er hier. Warte mal, das Haus kennen wir doch. Das ist doch das Haus, wo Krimis mal gewohnt hat. Und jetzt wohnt der Weihnachtsmann hier und der ist ja auch böse. Leute. Vielleicht ist das Haus ja auch irgendwie hier verflucht, weil Krimis war ja auch böse und wollte irgendwie immer den Kindern was antun. Naja, wisst ihr was? Wir fahren da jetzt auf jeden Fall mal rein. So, mal gucken. Aber der darf uns natürlich nicht sehen hier, der Weihnachtsmann. Okay, der läuft da vorne die Tür rein. Oh mein Gott, okay, wir müssen hinterher. Alter, was hat der denn hier für Autos? Guck mal, hier ist sein Weihnachtsmann McLaren. Dann hat der hier... Oh, guck mal, das ist hier sein Rentierauto. Alter, das ist ein Auto mit Rentieren dran. Wie krass ist das denn? Und ich wette, da hinten in der Garage hat der noch mehr heftige Autos, Freunde. Oh mein Gott, jetzt müssen wir aber richtig aufpassen. Wir wollen natürlich ihm alle Autos am besten wegnehmen, weil das hat er verdient, so wie der hier mit Paul Berger umgegangen ist. Aber ich würde sagen, wir brechen jetzt erstmal in sein Haus ein und werden erstmal den richtigen Moment abwarten. Okay, Leute, wir gehen da jetzt mal rein. Aber wo ist der, Leute? Er darf uns jetzt hier natürlich nicht erwischen. So, wir nehmen mal besser hier kurz eine Waffe raus. Nicht, dass der hier gefährlich ist. Ist der da unten? Oh, Leute, da unten sehe ich ihn. Da unten sehe ich ihn. Okay, müssen mal gucken. Vielleicht legt er sich ja irgendwie mal schlafen oder so. Guck mal, da ist er. Das ist der Weihnachtsmann. Wir beobachten ihn. Was macht der da? Warum hat der so eine Mülltüte in der Hand? Alle Geschenke werden eingepackt. Ein bisschen Geld, ein Geschenk. Oh, Leute, der verpackt hier gerade die Geschenke. Okay, ich sehe schon. Ja, der macht für alle Kinder Geschenke, nur nicht für Paul Berger. Leute, das gefällt mir natürlich gar nicht. Okay, wir gucken mal, was der da hinten noch so macht. Okay, der geht da hinten in diesen einen Raum rein. Was ist da hinten? Ist das die Garage oder was? Ist der da in der Garage drin? Versuch da mal reinzugucken. Oh mein Gott! Leute, guck mal, hier ist noch ein Weihnachtsmann-Nissan. Oder ein Weihnachtsbaum-Nissan, meine ich. Und da ist ein Lambo. Ein Lambo hat der auch noch. Was macht der denn? Der fliegende Lamborghini! Das ist ein fliegender Lambo, das ist der, den Paul Berger sich wünscht. Und der hat ihn ausgelacht und gesagt, das gibt's gar nicht. Oha, voll der Ehrenlose, Leute. Voll der Ehrenlose. Dieses Geschenk wird nicht ausgeliefert. Um Gottes Willen. Hä? Das wäre das Geschenk für Paul Berger. Was macht der denn damit, Leute? Böse Kinder kriegen keine Geschenke. Er hat Paul Bergers Geschenk zerstört. Oh mein Gott, Leute. Die Geschenke der bösen Kinder werden zerstört. Ey, Leute, so ein... Check. Die nächsten Geschenke werden ausgeliefert. Check. Okay, warte. Ich glaube, er ist unterwegs und liefert neue Geschenke aus. Das ist unser Moment, um zuzuschlagen, Leute. Er ist mit dem Nissan hier weggefahren. Er ist abgehauen. Okay, das ist perfekt, Leute. Das ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Und wisst ihr was? Ich werde ihm jetzt mal... Oh nein, da ist er in der Einfahrt. Was macht er? Er nimmt das Rentierauto. Fährt er mit dem Rentierauto weg oder was? Oh, Alter, was? Das ist sein Rentierauto. Damit kann er sogar fliegen.
Ey, das ist ja voll krass, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Das müssen wir eigentlich klauen. Aber jetzt werde ich ihm erstmal das klauen, was auch richtig wehtut, glaube ich. Und zwar, Leute, hier sein McLaren. Oh mein Gott, der sieht richtig krass aus. Das ist der offizielle Weihnachts-McLaren, Leute. Und mit dem werde ich jetzt hier erstmal ordentlich durchziehen. Wir werden jetzt mal alle irgendwo verstecken. Und dann können wir die vielleicht später auf dem Schwarzmarkt verkaufen oder so. Oh, Leute, ich habe irgendwie immer so ein bisschen Angst, dass der hinter uns ist, dass er uns verfolgt mit seinem Rentierauto. Aber ich glaube, Leute, der ist nicht hinter uns. Ich glaube, das erste Auto, können wir sagen, haben wir erfolgreich geklaut. Ja, wir werden ihm eine Lektion erteilen. Wir werden das Auto jetzt mal verstecken und dann machen wir weiter mit dem nächsten Auto, Leute. Let's go. Okay, Freunde, wir werden das Auto jetzt erstmal bei uns hier unterstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Weihnachtsmann-Autos vielleicht irgendwelche krassen Fähigkeiten haben. Oh mein Gott, guck mal, das leuchtet hier sogar nachts. Alter, wie cool ist das denn? Wenn es dunkel ist, sieht man hier diese Schneeflocken drauf leuchten. Ey, die sind bestimmt richtig viel wert auf dem Schwarzmarkt, Leute. Aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal wieder zurück und werden direkt das nächste Auto klauen. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier beim... Hä, was macht der da mit meinem Auto? Weihnachtsmann, sauer! Oh, oh. Darf mich nicht sehen? Leute, der hat mein Lambo weggeworfen. Habt ihr das gesehen? Der fliegt da hinten. Wer will sich anlegen mit dem Weihnachtsmann? Oh, oh. Ho, ho, ho! Oh, oh. Leute, das ist gar nicht gut. Wir haben ja unser Auto da in der Einfahrt stehen lassen. Oh, nein, 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 nein. Der hat das bemerkt. Warte mal, wir klettern hier mal an der Seite rein. Oh, okay, wir werden ihn mal beobachten. Wo ist er denn, Leute? Oh, da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er darf uns nicht sehen. Ey, okay, ich glaube, der hat gemerkt, dass ihm sein McLaren geklaut wurde. Der wird hier langsam, ich glaube, der ist richtig sauer. Aber er hat natürlich noch zwei weitere Autos, die wir ihm noch klauen müssen. Okay, lass ihn mal beobachten, was er da macht, Leute. Okay, Leute, der hat Waffen. Der Typ hat sogar Waffen. Der macht da Haftbomben hier ans Tor dran. Bewegungssensoren. Okay, da können wir auf jeden Fall nicht abhauen. Oh, oh, oh. Ich dachte schon, der hat mich gesehen. Aber der hat nur aus Versehen hier in die Richtung geschossen. Wir müssen richtig aufpassen. Hier liegen überall Haftbomben außen rum, um uns rum. Okay, warte mal. Wir gucken jetzt mal. Der geht jetzt hier die Tür rein. Okay, okay. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, hier seine Autos zu klauen, wenn hier die Haftbomben liegen. Aber ich sage euch ehrlich, der hat doch hier dieses fliegende Auto. Mit einem von seinen Autos kann man doch fliegen. Hier, wenn wir das Rentierauto klauen, dann sollte das doch hier gar kein Problem für uns sein. Warte mal, wir steigen mal ein. Rudolf, bitte einmal losfliegen. Rudolf, flieg. Oh, oh. Oh, nein, nein, der schießt auf mich, Leute. Oh, nein, 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 nein. Auf mich hört der nicht. Wow, 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 Leute, der dreht völlig durch der Weihnachtsmann. Wow, okay. Warte, ich muss den ein bisschen ablenken. Ich muss den ein bisschen ablenken. Haftbombe. Okay, okay, okay. Ho, ho, ho. Bam. Oh, das bringt überhaupt nichts, Leute. Vielleicht ein paar Granaten in sein Haus reinschießen. So, ho, 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 was hältst du davon? Okay, ich muss ihn ein bisschen ablenken. Wisst ihr was? Ein unartiger Junge. Oh, 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 ja, ich bin ein unartiger Junge. Leute, ich werde da Molotow-Cocktails hinwerfen. Damit kann ich ihn vielleicht ein bisschen ablenken. Genau, wenn das hier brennt, kann ich ihn ablenken. Und in der Zeit muss ich jetzt hier den Rentierwagen starten. Rudolf, keine Ahnung, wie die heißen. Oh, nein, 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 der schießt auf mich, der schießt auf mich. Oh, 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 Mann, das wäre jetzt ein richtig guter Moment, wo, wenn ihr losfliegen könntet, Rentiere. Oh, komm schon, los, flieg. Flieg, flieg, flieg. Oh. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es funktioniert, Leute. Oh mein Gott. Leute, er hat mich abgeschossen. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh nein, 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 der hat Laserstrahlen. Flugmodus an, Flugmodus an. Oh, oh nein, Leute. Nein, 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 bei dem Fahrzeug. Er hat den Flugsensor oder sowas kaputt gemacht. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut, Leute. Jetzt kann ich hier nicht mehr wegfliegen. Oh, nein, 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 nein. Der Weihnachtsmann verfolgt mich mit seinem anderen Auto. Oh, Leute, das Ding ist total schwer zu fahren. Das Ding ist total schwer zu... Oh mein Gott, der fackelt hier alles ab. Oh, Leute, ich wusste gar nicht, dass der Weihnachtsmann so durchdreht. Okay, komm, wir hauen jetzt ab. Wir müssen abhauen. Rudolf, das ist jetzt der Moment, wo du losfliegen solltest. Oh, aber ich glaube, die hören nicht auf mich. Die hören lieber auf den echten Weihnachtsmann. Na gut, das macht ja auch irgendwo Sinn. Oh, nein, 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 nein. Der verfolgt mich. Das ist voll der Psycho, Leute. Der dreht hier richtig durch. Komm, 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 komm. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, ich muss ihn irgendwie loswerden. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Ich muss ihn irgendwo loswerden. Komm, 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 komm. Oh, Leute, let's go, let's go, let's go. Ich muss irgendwie auf ihn schießen. Stimmt, bleib! Oh, komm schon, ich muss eine Waffe auspacken. Ich muss irgendeine Waffe auspacken, Leute. Wow, wow, wow. Okay, komm, okay. Komm, hier eine Pistole. Wow, wow. Komm. Wir müssen ihn irgendwie platten schießen, wir müssen irgendwie platten. Oh, Leute, ich brauch die härteren Geschütze. Ich brauch die härteren. Anders werde ich ihn nicht los, anders werde ich den nicht los. So, komm, 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 komm. Ich brauche irgendwie eine Minigun. Wie würde das Touren regeln? Minigun! Ja, let's go, Weihnachtsmann. Du kannst schlafen gehen.
So, nimm mal hier noch ein paar Feuerwerksraketen hinterher. Silvester ist ja auch bald. Woo! Oh, Leute, jetzt müssen wir hier entkommen. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Der schießt sogar mit Raketen auf mich. Der dreht völlig durch. Okay, Rentiere, Schutzschild jetzt aktivieren. Schutzschild aktivieren, wenn ihr sowas könnt. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Spezialfähigkeiten haben. Aber gut, Leute. Ich glaube, wir werden ihn los. Ich sehe ihn zumindest hinter uns nicht mehr. Tut mir leid, dass ich sie umgefahren habe. So, oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben dem Weihnachtsmann jetzt schon sein zweites Auto geklaut. Und zwar sein Rentierauto. Wobei das eigentlich hier eher Lama. Warte mal, das sind gar keine Rentiere, das sind Lamas. Hä? Warte mal, ist das nur sein Lama-Schlitten? Hat er dann auch noch seinen richtigen Rentierschlitten? Auf jeden Fall hat er mal mindestens noch ein weiteres Auto. Wir bringen das jetzt mal schnell zu uns und dann werden wir ihn natürlich weiter ausrauben und ihm eine Lektion erteilen, Leute. Let's go. Oh mein Gott, wir haben das Lama-Rentiermobil jetzt schon geklaut. Oh mein Gott, Leute. Aber wie gesagt, mindestens ein Auto fehlt noch und das werden wir ihm natürlich auch noch hier wegnehmen. Leute, niemand legt sich mit unserem kleinen Bruder Paul Berger an. So, hier, nächstes Auto haben wir geklaut. Wir gehen jetzt zurück und werden jetzt mal noch den Nissan da klauen, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder beim Weihnachtsmann. Da vorne ist das letzte Auto hier. Aber ihr seht, der steht da auf dem Dach mit seinem Laserbartblick. Keine Ahnung, was der da macht. Irgendwie kann der aus seinem Bart einen Laserstrahl rausschießen, Leute. Hä? Was macht der denn jetzt? Irgendwie müssen wir hier das... Oh mein Gott, hä? Der macht ja sein eigenes Auto kaputt. Warum macht er das denn, Leute? Wir müssen ihn das irgendwie jetzt hier auch noch abziehen. Wir müssen ihn hier richtig fertig machen. Ich glaube, ich werde ihn jetzt mal ein bisschen ablenken. Wir werden jetzt einfach mal... Oh, warte, der kommt runter. Ich werde da Tränengas hinwerfen. Ein bisschen mit ablenken. So, Tränengasangriff. Zack, 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 zack. Oh, der fährt weg. Warte mal, Tränengas. Zuschlagen, zuschlagen. Oh, Leute. Gleich stehen bleiben! Oh, nein, der sieht mich. Oh, Leute. Ich hoffe, der bricht hier gleich zusammen wegen dem Tränengas. Oh. Oh, hört ihr das? Ich glaube, der ist am Schwächeln. Oh. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Der ist hier. Oh, Weihnachtsmann. Na, was machst du jetzt, Junge? So, hier. Du warst das letzte Mal hier schlecht zu den Kindern. Zack. Zack, Junge. Okay. Wisst ihr was? Wir werden ihm jetzt... Oh nein, der steht wieder auf. Der steht ja schon wieder auf. Oh, wir klauen ihm jetzt mal sein letztes Auto. Abhauen. Woo, let's go. Oh. Der dreht ja auch völlig durch hier, der Wagen. Du dachtest, du kannst mich haben. Oh, warte mal, wo ist er denn? Doch, du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast. Warte mal, da ist Polizei. Warum ist die Polizei jetzt hier? Schnappt ihn euch. Oh. Oh mein Gott, der Alter. Das ist ein richtiger Rentierschlitten. Alter, habt ihr das gesehen? Der ist einfach durchgezogen. Der fliegt da oben durch die Luft. Oh, nein, Leute. Wir haben 5 Sterne. Wir müssen hier schnell weg. Oh, die sind hinter mir. Oh, der verfolgt mich da oben. Nein. Wow, der rammt mich weg. Der rammt mich zur Seite. Ey, der dreht völlig durch, Leute. Aber wisst ihr, was ich mir gerade denke? Das Problem ist, der hat ja noch das stärkste Auto, seinen richtigen Rentierschlitten. Oh mein Gott, Laserstrahlen. Sein stärkstes Auto hat er ja sogar noch. Das müssen wir ihm auch unbedingt noch wegziehen, Leute. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Cops und so weiter loswerden. So, schnell. Ich weiß, wie wir die loswerden können. Da vorne ist ein Tunnel. Oh, nein. Wir sind umstellt. Da vorne ist ein Tunnel, Leute. Zack. In den Tunnel, da können wir rein. Da kann mich der Helikopter und der Weihnachtsmann zumindest schon mal nicht mehr sehen. Und um die anderen hier Polizisten können wir uns natürlich auch gleich noch kümmern. So, schnell. Hier weg. Ey, die drehen hier echt völlig durch. Okay, ihr seht, die 5 Sterne blinken. Die sehen mich hier nicht mehr. Sehr gut. Okay, wir müssen das Ganze jetzt hier kurz aussitzen. Okay, Leute, sehr gut. Das hat schon mal alles geklappt hier. Wir haben die Polizei abgeschüttelt. Jetzt bringen wir auch dieses Auto wieder zu uns in die Garage. Und dann müssen wir uns nur noch um seinen fliegenden Schlitten kümmern. Okay, Leute. Das hat ja richtig gut funktioniert. Perfekt, Leute. Das ist ja wirklich alles perfekt. Und so, Leute. 3 Autos haben wir jetzt schon mal geklaut. Easy. Oh mein Gott, Leute, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, nein, der greift uns an, der dreht jetzt hier völlig durch. Ho. Warte, ich schieß ihn weg. Oh, die Schüsse. Oh mein Gott, Leute, der hat ja übelste Superkräfte. Was ist denn jetzt los, Leute? Der dreht ja völlig durch, hä? Nein, der nimmt mich mit. Rennschlitten, ho. Was denn, Leute, der nimmt mich mit, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts machen. Ho, ho, ho. Oh nein,
Nein, nein, nein, nein, nein. Wo fliegt er mich jetzt hin, Leute? Wo fliegt er mich denn jetzt hin? Oh, nein, nein, nein. Ey, Leute, habt ihr gesehen, wie stark der ist? Der ist super stark. Oh mein Gott, Leute, wo wird er denn jetzt mit uns hinfliegen? Oh mein Gott, Leute, wo fliegt er denn mit uns hin hier? Alter, der Weihnachtsmann hat eine... Alter, was ist das hier für eine Riesenvilla? Eine eigene Insel hier mitten im Ozean, oder was? Oh mein Gott, Leute, ich bin immer noch ohnmächtig. Ich kann mich nicht bewegen. Was wird er denn jetzt hier mit uns anstellen? Der hat da vorne sogar einen Helikopterlandeplatz. Ho, ho, ho. Alter, Leute, der Weihnachtsmann ist ein richtiger Superbösewicht. Was macht der jetzt? Oh, Leute, der wirft mich hier ins kalte Wasser. Oh mein Gott, oh, ich bin wieder wach. Okay, ich kann mich wieder bewegen. Weihnachtsmann, was soll das? Du bist ein unartiges Kind. Du bleibst Bam. Jetzt für... Bam. Das tut mir nicht weh, du kannst mich Leute, so nicht aufhalten. Der ist echt super stark, ne? Hey, ey, lass mich hier gehen, was soll das? Ich werde dich hier für immer alleine lassen. Du wirst als Bestrafung nie wieder nach Hause warte kommen. Warte mal, für immer allein lassen? Ich klau mir einfach den Helikopter da hinten. Was willst du jetzt machen, Weihnachtsmann? Oh, verdammt. Ich klau mir einfach den Helikopter, ich werde hier abhauen. Leute, der Typ, was ist mit dem? Warum will der mich hier einsperren? Nein. Nein. Nein, er hat den Helikopter zerstört. Ey, Leute, es gibt nur einen Weg hier zu entkommen. Oh mein Gott, ich verstecke mich hier kurz. Und zwar, es gibt nur ein Fahrzeug, was er nicht zerstören kann. Und das ist sein eigenen Rentierschlitten, Leute. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Wie fühlt sich das an, unartig zu sein? Oh mein Gott, Leute. Wo bist du? Wisst ihr was, ich muss kurz mich in seinem Haus verstecken. Ich muss ihn ablenken und dann müssen wir zu dem Rentierschlitten kommen. Wo bist du? Komm, wir verstecken uns hier im Weihnachtsmannhaus. Oh, sehr gut. Wo bist du? Oh mein Gott, okay, wir müssen jetzt in Richtung Moment abwarten und dann irgendwie ablenken. So, okay, verstecken uns mal hier hinter. Wo bist du? Oh, Leute, der macht mir echt ein bisschen Angst. Okay, wir sind jetzt hier. Ho. Okay. Ich glaube, der ist im Haus drin. Wir sind oben. Oh nein, er kommt hoch. Er darf mich nicht sehen. Freunde, das könnte jetzt hier unser Moment sein. Okay, jetzt hier runter. Jetzt hier runter springen, Oh, er hat mich nicht gesehen. Perfekt. Leute, wir können ihn nicht stoppen, er ist zu mächtig. Aber ich kann ihm sein Auto oder beziehungsweise sein Lieblingsfahrzeug wegnehmen. Und zwar seinen fliegenden Schlitten. Wow. Nein. Wow. Oh mein Gott, Leute. Wow, er hat mich richtig weggeschossen. Aber wir hauen ab mit dem... Wow. Oh mein Gott, nicht ins Wasser stürzen. Wow. Alter, Leute. Let's go, wie krank war das denn bitte? Oh mein Gott, wir dürfen nicht abstürzen. Aber wisst ihr was, ganz ehrlich, ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen. Ich glaube nämlich, der Weihnachtsmann, der wird uns nämlich immer wieder angreifen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und deswegen müssen wir jetzt hier ihn stoppen, Leute. Wir haben jetzt schon das letzte Fahrzeug und ich glaube, das nimmt ihm auch ein bisschen seine Superkraft, Leute. Ohne seine ganzen Fahrzeuge ist er nur noch halb so stark. Und ich glaube, jetzt können wir ihn vielleicht sogar auch stoppen. Wow. Bam! Oh mein Gott. Okay, wir haben das Ding hier geschrottet, Leute. Erstmal werde ich jetzt seinen Schlitten zerstören. Zack! Bam! Oh mein Gott. Oh, Leute, der ist ja irgendwie gefühlt echt unzerstörbar. Oh. Okay. Komm, Leute. Wir müssen das jetzt hier richtig schlau gehen. Oh mein Gott, aber warte mal, wenn der Weihnachtsmann seine Superkräfte aus dem Schlitten zieht, dann müsste ich doch auch meine Superkräfte aus dem Schlitten ziehen. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt auch Superman-Kräfte bekommen, weil ich war auch im Schlitten. So, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, was machst du jetzt? Du kannst deinen Schlitten zerstören, juckt mich nicht, aber ich habe die Superkräfte. Das juckt mich doch nicht hier, dein kleiner Popel-Laserstrahl. So, boom! Ich kann fliegen wie der Weihnachtsmann. So. Oh mein Gott. Laserstrahl. Oh mein Gott. So, du bist nicht mehr der Einzige mit dem Laserstrahl. Ey Leute, okay, und jetzt werden wir den nämlich richtig fertig machen. Wo bist du? Okay, Leute, ich glaube, jetzt werden wir uns den mal richtig hier packen. Und Leute, jetzt werden wir nämlich einmal wieder runterfliegen. Bam! Okay, und jetzt kommen wir zum finalen Kampf. So, Weihnachtsmann, komm! Oh mein Gott! Oh. So, jetzt habe ich dir hier... Bam! Bleib liegen, Junge! So, nächstes Mal, Weihnachtsmann, überlegst du es dir besser, ob du nicht den Kindern all ihre Geschenke bringst. So,
Oh mein Gott, Leute. Und das Coole ist jetzt auch noch, wir haben jetzt auch noch die Superkräfte von Weihnachtsmann bekommen. Woo! Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir fliegen jetzt zurück. Wir haben alle Weihnachtsmann-Autos geklaut. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall gerne noch die Paulberger Limo aus, Freunde. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.